2016 ermittelten Duisburger Polizisten gegenüber 1600 Jugendlichen. In einer Einrichtung für straffällige Teenager spielt ein randalierender Bewohner mit seinem Leben. Die Polizeikommissare Paul Schwarz und Frederik Richter decken ein Ableckungsmanöver auf. Gucken wir da oben rum. So, dann ist es. Hallo! Lass uns den gefallen! Raus! Das ist ein 17-jähriger Junge hier aus der Einrichtung, der schon öfter straffällig geworden ist. Aber das hätte ich ihm jetzt auf jeden Fall nicht zugetraut. Die Polizisten vermuten, dass der Jugendliche weiter mit Feuer hantiert und verständigen vorsorglich einen Rettungswagen. Zu Recht, denn nur wenig später steht der Mann lichterloh in Flammen. Die Löschdecke besteht aus spezieller Wolle. Diese entzieht den brennenden Kleidungsstücken den Sauerstoff und erstickt so die Flamme. Trotz des schnellen Einschreitens der Polizisten ist der Schüler nicht vernehmungsfähig. Von der Erzieherin und der Melderin erfahren die Beamten mehr über dessen Lebensumstände. Schnell ist klar, der junge Mann ist hasserfüllt. Stefan, wie heißt er weiter? Stefan Heidelberg. 17 Jahre und in dieser Einrichtung jetzt. Und ich, also der hat sich vor ein paar Tagen mit seinem Vater sehr zerstritten. Ja. Also ist es auch schon straffällig geworden. Der ist hier Mitbewohner dieses Heims, ne? Richtig. Ja. Und Sie waren die Frau Bärenfinger? Ich habe sie gerufen. Nee. Letztendlich. Okay. Ich habe das gemeldet. Ach, das war die Melderin, ja. Okay. Genau, ich habe von dem Jungen ein Video bekommen, wo er... Vom Stefan, ja? Ja, offensichtlich. Gucken wir mal an. Moment, genau, wo er sagt, irgendwie, er hasst diese Einrichtung und ich bin dran schuld und er möchte sich an mir rächen. Die Nummer. Sie? Okay. Sie sind Caro. Ja. Caro Beerwing, ich muss nur ganz kurz die Personalien aufstellen. Woher kennen Sie denn den Stefan? Ich weiß überhaupt nicht, wer er meine Nummer hat. Also ich kann mir vorstellen, dass er der junge Mann ist, gegen den ich vom Gericht mal ausgesagt habe vor einiger Zeit. Ja. Aber ich weiß es nicht genau. Also habe ich auf jeden Fall ausgesagt, dass er damals mit dem Fahrkartenkontrolleur geschlagen und ganz furchtbar getreten. Und da habe ich ausgesagt. Aber okay. War das. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Wie er sich daran an Ihnen rächen will dann. Ja? Also, ich weiß auch nicht, woher er meine Nummer hat. Wir haben dann die Kripo und die Spusi verständigt. Der Vater des Jungen wurde durch die Betreuerin benachrichtigt. Und in der Zwischenzeit haben wir uns um die Jugendlichen gekümmert und eine Befragung durchgeführt. Genau, wir befragen jetzt gerade mal die Bewohner hier, bis die Kripo kommt. Ja. Okay? Die minderjährigen Bewohner dürfen die Einrichtung aus pädagogischen Gründen nicht verlassen. In ihrer Befragung können sie sich das Verhalten des Schülers nicht erklären. Die Kriminalhauptkommissare Klaus Schäfer und Hans Fröndenberger hören mehr über die traurige Lebensgeschichte des Opfers. Sie sind doch hier die Betreuerin. Genau, die psychologische Beraterin. Frau Steinkamp, ne? Haben Sie ihn denn erkannt, dass das der Stefan war? Ja, er hatte eine Schirmmaske auf, aber also er hatte die Klamotten von heute Morgen an. Das war er schon. Also Sie haben an den Klamotten haben Sie ihn erkannt, dass er das oben war. Und konnten Sie nicht auf ihn einwirken, dass er aufhörte? Oder? Na, ich habe es versucht, aber er war so hasserfüllt. Ich weiß nicht genau, was war das jetzt nur heute oder ist er die letzte Zeit schon so gewesen? Er hat vor 2 Tagen einen großen Streit mit seinem Vater gehabt. Oder? Vor 2 Tagen hat er Geburtstag und der Kontakt ist eingefroren. Und ich glaube, das hat ihn jetzt noch mal zusätzlich ein bisschen aggressiver und gemacht. Wie ist das Verhältnis zur Mutter? Die Mutter ist vor Jahren gestorben. Ich glaube, da war Stefan noch ganz klein. Noch ist unklar, ob die Drohnachricht in einem Zusammenhang zu der Randale des Brandopfers steht. Bei dessen Vernehmung verdichten sich die Hinweise auf einen anderen Hintergrund. Die Beamten vermuten, dass die Tat des Bewohners nur ein Ablenkungsmanöver ist. Guten Tag. Hallo. Darf ich mal in der Hallo. Guten Tag. Fröndenberger von der Kripo in Duisburg. Stefan, verstehen Sie mich? Ja? Was ist denn passiert? Erzählen Sie mal ganz kurz. Also, die Maske machen wir das ist gar nicht. Stefan. Bitte? Wie? Oh Gott, Severin. Was? Das ist nicht Stefan Heidelberg. Wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass das der Stefan Heidelberg ist. Severin, was machst du denn? Warum hast du das gemacht? Ich konnte nicht anders. Warum? Stefan hat mich unter Druck gesetzt. Wie hat er Sie unter Druck gesetzt? Dass ich sonst Schläge von dem bekomme, wenn ich die Leute hier nicht ablenke. Und die hatten also Angst vor ihm, richtig? Ja. Okay. Und was haben Sie dann gemacht? Dann bin ich halt auf den Balkon gegangen und hab mit den Bengalos da rumgeschlagen.
Da haben sie sich die ganze Zeit bei uns. Sie kennen den Stefan, der ärgert ihn schon öfter, den meisten Abend. Dann müssen wir raus. Gute Besserung wünschen. Sie hören natürlich noch voneinander. Höchste Priorität zunächst einmal, als wir eingetroffen sind, war uns davon zu überzeugen, wie viele Verletzte gibt es, wie viele Beschuldigte, wie viele Zeugen, dass das alles gesichert werden konnte. Das ist ja auch gelungen, dank der Unterstützung der Schutzpolizei, vor allen Dingen deshalb. Uns kam es jetzt darauf an, den Täter, der hier verantwortlich ist, zu fangen oder zu verfolgen. Wir wissen ja nicht, was der noch vorhat. Uns war sehr wichtig, jetzt dahinter zu kommen, wo er sich befindet. Ja, dann schlage ich vor, dass wir jetzt einmal hochgehen und schauen uns die Wohnung an. Brauchen Sie mich noch? Weil ich bin eigentlich mit meiner Schwester verabredet. Ich muss eigentlich nach Hause. Sie verkauft heute so ein paar Sachen über eine Internetplattform und ich habe ihr versprochen, dass sie das nicht alleine machen muss. Ja, das hat vielleicht noch ein bisschen Zeit. Es wird nicht allzu lange dauern. Wir brauchen Sie noch. Warten Sie bitte noch ein bisschen hier. Okay. Kommen Sie mit uns? Ja. Die Beamten wollen klären, warum der Täter das Opfer zu dem Ablenkungsmanöver zwang. Sie ermitteln dabei, dass der Jugendliche die Tat minutiös geplant hat, um zu fliehen. Oh, was ist das denn? Klaus. Oh Mann. Sieht er bunt aus. Also hier scheint er nicht zu sein. Und im Bett liegt er auch nicht. Ganz, ist alles voller Benzin. Ich fass am besten nicht. Guck mal, das sind Mollys. Bengalos. Wahrscheinlich ist, ja geplant, wahrscheinlich ist der Karton auch noch voll. Ja, schöne Bengalos, ja. Feuerzeug. Ja. Sprit. Also der ist ausgeflogen. Können wir uns mal den Balkon angucken? Oder die haben so Allgemeinräume, wo er sein wird? Ja, wir gehen erstmal weiter. Okay. Ja, nachdem wir in dem Zimmer von dem Stefan gewesen sind und Materialien gefunden haben, ist es natürlich jetzt wahnsinnig wichtig, das aufzubröseln, mit welcher Konsistenz er im Grunde genommen diese Bengalos gebaut hat, dieses Molotow-Cocktails gebaut hat und ob es Hinweise gibt, wo er sie auch einsetzen will. Er hat sie ja nicht aus Spaß gebaut. Was hängt denn da an der Heizung? Was ist da? Oh, da hat sich einer abgeseilt. Guck mal hier. Hans? Ja. Bitte. Ja, der Vater ist inzwischen eingetroffen, Stefan. Das hat mein Sohn wieder angestellt, dieser Nichtsnutz. Kommen Sie mal in die Küche. Nicht so was ist hier passiert? Sie sind Herr Heidelberg? Ich bin Horst Heidelberg, ja. Mein Name ist Klaus Schäfer, Kripo Duisburg. Ja. Mal ganz ruhig. Was ist mit Ihrem Sohn denn los? Erzählen Sie das mal. Keine Ahnung, was hat er angestellt? Er ist hier, um wieder auf die Spur zu kommen. Frau Steinkamp, kennen Sie die Frau Steinkamp? Das ist die Psychologin hier im Haus. Ja, vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, was da vorgefallen ist. Die Polizisten vermuten, dass der Konflikt mit seinem Vater die Tat des Jugendlichen ausgelöst hat. Während die Spurensicherung anläuft, reden die Ermittler dem Witwer mit viel Fingerspitzengefühl ins Gewissen. Ich möchte Sie bitten, jetzt mal eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Ich bin auch Vater von mehreren Kindern und ich habe auch nicht immer nur gute Dinge erlebt, aber die Fäuste sollten in der Tasche bleiben. Vergessen Sie nicht, dass das Ihr Sohn ist und dass Sie den nie fallen lassen dürfen. Gerade jetzt müssen Sie sagen, du hast Scheiße gebaut, aber ich bin immer noch dein Vater. Versuchen Sie, diese Rolle zu übernehmen. Ich glaube, das ist der auch in Ihrem Sinne. Der braucht Sie. Wenn Sie ihn fallen lassen, dann fällt er noch tiefer, dann ist er weg vom Fenster. Sie haben jetzt noch eine Chance. Die Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Der Vater verspricht, sich professionelle Hilfe zu holen. Nach dem Fund eines Indizes ermitteln die Beamten das Motiv für die Flucht des Jugendlichen. Kann ich euch mal kurz stören? Gerne. Schau mal, ich habe was gefunden, das könnte vielleicht interessant für euch sein. Und zwar war oben ein Drucker, gab es einen Papierstaub, Papier ist entfernt worden, aber nicht alles. War da jetzt noch drin, diese Seiten. Kann man auch sehen, hier war zerknüttelt. Da ist irgendeine Routenbeschreibung und auf der anderen Seite, da ist eine E-Mail. Da geht es um irgendein Treffen. Gestern schrieb Christiane. Frau Behrenfeind, schauen Sie mal hin. Von Tobi. Kennen Sie einen Tobi? Hallo, Frau Behrenfeind, abgemacht. Freue mich schon sehr auf. Viele Grüße. Das freut mich aber. Sie können die. Wer hat das geschrieben? Meine Schwester. Sie können die Stühle gerne abholen. Liebe Grüße. Eine Uhrzeit oder irgendwas. Also, Tobi hat das geschrieben an eine Frau Christiane. Das ist Christiane, meine Schwester. Das ist Ihre Schwester. Die Stühle, sagten Sie nicht vorhin, die wollte. Die hat doch vorhin ja was gesagt. Vorher gesagt, haben Sie das hingefunden? Ganz kurz, das Stück haben wir am Tobi hier im Wohnen im Haus? Kein Tobi erstmal. Okay, nimm das. Also, kann das der Stefan sein, der jetzt auch nichts mit meiner Schwester ist, oder was? Wohnt Ihre Schwester dort? Ja. Ist das die Adresse? Ja. Dann ist die also jetzt zu Hause. Rufen Sie die bitte mal schnell an. Ich mache euch eine Kopie davon, schicke euch das auf euer Handy. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber versuchen Sie erstmal Ihre Schwester. Ja, auf Hand, Finger ab. Ich laut, dass wir das mithören. Das mal. Der ist unterwegs wahrscheinlich. Ja, wir müssen jetzt Gas geben. Aber vielleicht erreichen wir die Schwester. Chrissy? Hey! Ja.
Junge, nicht die Tür! Nicht die Tür aufmachen! Du, nicht die Tür aufmachen! Chrissy! Chrissy! Adresse von der Tochter. Wo ist sie? Wo wohnt sie? Ihre Schwester. Ganz schnell. Wo wohnt sie? Nehmt ihr sie bitte mit? Nehmt ihr sie mit? Nehmt den Vater auch mit? Ja, sie bitte mit, auch beim Streifenwagen. Beim Streifenwagen. Die Kripo-Kommissare vermuten, dass sich der Täter an der Melderin für ihre belastende Zeugenaussage rächen will. Ein weiteres unmissverständliches Drohvideo des Jugendlichen erhärtet den Verdacht. Die Schwester der Zeugin schwebt in allergrößter Gefahr. Sie müssen meiner Schwester helfen. Was denn? Was haben wir denn da? Hat gerade noch ein Video geschickt. Ihr bleibt hier? Ja. Ach, hey, da schreit einer Hilfe. Halt, Polizei! 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 Lass die Frau los! Polizei, komm! Ganz ruhig, Stefan, ganz ruhig. Ganz ruhig, Stefan, bleib mal ganz ruhig. Rede doch mit uns. Stefan, wir sind von der Polizei. Lass die Frau los. Nein! Warum hältst du die Frau fest? Was soll das? Das ist Caro schuld. Caro soll auch endlich lernen, Menschen zu verlieren. Du musst jetzt nicht die Schuld und Verantwortung auf andere, vor allem auf eine hilflose junge Frau. Mann, ich hab meinen Vater verloren, meine Mutter auch. Deinen Vater hast du verloren, den hast du nicht verloren. Doch, nein. Ich bin für ihn gestorben. Nein, den hast du nicht verloren. Wir haben mit ihm gesprochen. Doch! Entschuldigung, bleib mal hier, bleib mir stehen. Ja, ist okay. Die Ermittler stufen die Tat des Jugendlichen als einen Schrei nach Aufmerksamkeit ein. Sie ziehen deshalb seinen Vater hinzu und tatsächlich erweist sich die Taktik als goldrichtig. Ich möchte jetzt mit dir hier kein Theater kriegen. Lass die Frau los, du hast noch die Chance, alles zum Guten zu wenden. Stefan! Bitte! Stefan! Hilfe! Lass die Scheiße, komm! Komm bitte! Komm, lass es. Mach es nicht noch schlimmer. Hier, die Kripo ist da, die Polizei steht vor der Tür. Ey, und ich bin da, dein Vater, komm. Du hast mir nicht mal gratuliert. Ey, sorry, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Seit dem Tod deiner Mutter, ich war völlig fertig hier. Schau, komm, deine Mutter, die will nicht, dass wir uns entzweien. Echt, ich will für dich da sein, aber seit ihrem Tod bin ich völlig fertig mit den Nerven. Und es war auch zu viel für mich mit dir in deiner Jugend. Das war einfach so hart, aber lass das Mädchen. Warum ist sie gestorben? Mädchen. Ich bin nicht gestorben, ich weiß nicht. Ich bin für dich da, ich werd immer auf dich aufpassen, mein Freund. Du bist mein Sohn, ich will nicht, dass du gehst. Alles okay? Schmeiß dein Leben nicht weg, wir kriegen das zusammen auf die Reihe. Ja, dein Vater hat uns glaubhaft versichert, dass er eine Kämpferin ist. Er möchte nicht mehr, dass das so weitergeht bei euch. Die Kriminalisten ermitteln, dass der Täter im Internet auf eine Online-Annonce stieß, die Melderin im Namen ihrer Schwester aufgegeben hatte. Die angegebene Handynummer ordnete der Mann anhand des Profilbildes bei einem Chatprogramm der Zeugin zu. Mit seinem ersten Drohvideo lockte er die Frau zu der Einrichtung, damit sein Opfer alleine zu Hause ist. Um es auf den Punkt zu bringen, wir werden dich jetzt mitnehmen zur Dienststelle. Wir müssen noch einiges von dir hören. Wir brauchen das schriftlich. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Ich lasse dich nicht allein, ich komme mit. Möchtest du das? Ja, bitte. In den Gesprächen, die mein Kollege und ich heute mit dem Vater und jetzt letztendlich auch mit dem Sohn geführt haben, wurde mir deutlich, dass beide bereit sind, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist sehr, sehr vernünftig. Kann ich nur jeder Familie raten, die in so einer ähnlichen Situation ist. Die Psychologin hat sich bereit erklärt, Hilfe zu leisten, zumal sie ja den Jungen auch kennt. Wenn die beiden sich noch zu einer Familientherapie entschließen, dann helfen die sich damit gegenseitig. Und ich denke, die machen das auch. Er hat sonst nichts weiter gemacht, ne? Nicht geschlagen, nicht alles klar. Das wird auch bei dem einmaligen Ausrutscher von ihm bleiben. Ich glaube, da kann ich mir wirklich sicher sein. Okay. Wir wollen keine Angst jetzt haben. Ja? Okay. Ja, danke schön. Okay. Bitte. Okay. Tschüss. Der Täter muss sich wegen Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und Diebstahls verantworten. Zusammen mit seinem Vater macht er eine Therapie. Der von ihm erpresste Mitbewohner erholt sich vollständig. Seine Haut verheilt beinahe narbenlos.